Okay, da haben wir eine. Ist das die geheime Röhre oder ist das die. Ich glaube, das ist die geheime Röhre, aber irgendwie will ich auch da oben rein. Also da, wo der Typ drin ist. Schauen wir mal erstmal. Ach, da kann ich gar nicht hin. Okay, dann mache ich folgendes. Ich gebe jetzt mein Power-Up dafür auf, um da reinzukommen. Was bleibt mir sonst übrig? Wie werde ich sonst hier reinkommen? Das bringt mich hier hin. Okay, was auch immer hier ist. Drei Leben. Hm, okay. Da hoch komme ich nicht, ne? Nee. Ja. So ganz war es mir die Sache jetzt aber auch nicht wert. Ich meine, ich scheiße jetzt auf drei Leben. Ach, und ich komme wieder hier raus. Okay. Ja, gut. Jetzt wissen wir die Geschichte dazu. Oh, das ist so ein Level. Das ist ja cool. Ich glaube nicht mal, dass das im Originalspiel gegeben hat, das so eine Art Level. Das gab es in New Super Mario Bros. Für den DS. Aber nicht in der Wii-Version, oder? Ich glaube nicht. Das sind die Wii-Version. Genau das wollte ich gerade verhindern, aber okay, gut. Ich wollte genau. Ich habe genau auf den geachtet, so. Nein, nein, lass nicht von ihm treffen. Und genau das muss dann passieren. So, das Ding da rechts kann ich, glaube ich, auch knicken. Was da auch immer Schönes auf mich warten würde. Brauche ich hier eine Feuerblume? Wahrscheinlich. Unmöglich. Ja, hallo, ihr Viecher. Boah, das wird jetzt nicht so leicht, da geschickt durchzuschwimmen. Aber ich hab's geschafft. Okay, und rein da. Erstmal Power-Ups. Irgendwas, wir haben nichts bekommen. Im Gegenteil, wir haben sogar was verloren. Statt zu erhalten. Wieso kommt aus der nichts raus? Ich bin irgendwie skeptisch, was das alles angeht. Checkpoint. Okay, irgendwas ist hier massiv falsch gelaufen, Freunde. Das war jetzt ein absichtlicher Tod, keine Sorge. Aber ich dachte, wir würden gerade einen geheimen Weg gehen und nicht irgendwie den offiziellen, und zwar ohne die ganzen Münzen. Kann ich nicht vereinbaren. Müssen wir nochmal machen. Achso, man kriegt am Anfang einen Pilz, das habe ich ja ganz vergessen. Okay, immerhin. Hier würden wir Feuerblumen kriegen. Also eigentlich kriegt man irgendwie schon Power-Ups, aber ich hatte so viel Pech gehabt, dass ich die ganze Zeit ohne hier durch musste. So, erstmal müsste ich dran. Boah, jetzt kann ich hier schön erstmal alle töten hier. Das ist echt super. Okay, dann gibt es nämlich hier ein Leben. Ich habe schon gedacht, dass da ein Leben drin ist. Okay, kleine Sprünge. Gut. So, und dann, ja, dann kann ich diese Dinger ja anschießen, wo ja so Gumbas rausgeschossen kommen. Ob ich jetzt irgendwas davon habe, weiß ich jetzt nicht. Oh, oh. Ich drücke das einfach mal. Ob das jetzt schlau war, weiß ich natürlich nicht. Ich hätte es hier aktivieren müssen, ne? Ja, okay. Tschö, Feuerblume. Gut. Das sieht doch schon besser aus. Und das ist die erste Münze. Wunderbar. Ja, ich wusste das nicht. Also welcher der optionale Weg ist, welcher mich zur Münze führt und welcher der ist, der mich dann weiter im Level führt, ne? Weil der eine, den wir eben gegangen sind, den wir jetzt nochmal gehen müssen, der sah halt so versteckt aus. Ich dachte echt so, ja, da ist es für ein Secret oder sowas. Was aber überhaupt nicht der Fall gewesen ist. Okay, also mal das Ganze. Jetzt wird das natürlich nochmal schwieriger, weil ich jetzt als großer Mario mich hier durchquetschen muss. Boah, okay, dass das nicht als Treffer gezählt hat. Ah, okay, aber nicht schlimm. Ist okay, ist okay. Wir kriegen ja gleich einen Checkpoint. Sofern ich es nicht versaue bis dahin. Das sollte ja glatt laufen. Mal hier. Und dann können wir hier wieder Feuer. Cool. Dankeschön. Ich hoffe,
Dennoch, wir haben jetzt nicht schon die zweite verpasst am Münzen, aber das kann ich mir echt nur schwer vorstellen. Okay, das ist echt ein Luxus hier. Echt ein Luxus mit Vollblumen unterwegs zu sein. Und hier würde ich sogar noch eine kriegen. Die kann ich damit aber nicht bezwingen. Ach, die Kleinen schon. Oh, ich dachte, die Kleinen auch nicht. Doch, dann machen wir das mal. Alle töten. Boah, ich habe gerade echt was riskiert. Okay, aber hier scheint ja noch nicht mehr zu sein. Also ich muss jetzt nicht unbedingt alles töten. Aber trotzdem, Moment, was ist denn in diesen Fragezeichenblöcken drin? Mehr Vollblume? Nö, cool. Dann mal schnell. Kann sein, dass einer von denen was versteckt hinter sich. Ja, ich glaube zwar nicht, aber hätte ich damit schnell nach unten gemusst? Ich hätte damit schnell hier lang gemusst, habe ich recht? Ich weiß es nicht, Mann. Wenn mir wenigstens irgendein Pfeil irgendeine Richtung sagt. Ich weiß nicht, worauf ich hinaus muss damit. Okay, gehen wir weiter und hoffen, wir haben nichts verpasst. Aber ich habe mittlerweile kein gutes Gefühl mehr. So, kommt her. Schieß auf mich. Komm. Du auch. Oh Mann. Was für eine unangenehme Stelle ist das? Ja. Was? Oh. Oh. Ja. Töte mich. Fuck. War natürlich die dritte Münze. Irgendwas muss ja massiv falsch laufen. Außerdem geht das Ding in die Wand irgendwie rein. Das sieht weird aus. Ja, also irgendwas war hier mal wieder ein massiver Fehler. Und ich kann mir echt nicht erklären, was es war. Ich vermute, den Stern, den ich hatte, damit musste ich irgendwie den unteren Viech, Kugelfisch, Mensch, Typ töten. So, da ich das aber nicht wusste und da unsere Zeit sehr limitiert ist mit Stern, wird mir das hier zum Verhängnis. Es sei denn, hier wäre noch was versteckt, aber davon ging ich in erster Linie schon nicht aus. So, probieren wir es nochmal. Oder ich muss den hier töten, das kann auch sein. Das sind alles mögliche Indikatoren. Also entweder ich muss den unteren oder den oberen hier töten. Und selbst... Scheiße. Selbst das ist ja nicht mal sicher. Könnte auch sein, dass nichts von beiden ist. Ne, der ist es nicht. Komm, es sind noch ein paar Leben, dann töte ich mich hier nochmal. Oder ich weiß ja nicht, ob das zählt, wenn ich durch den durchgehe und das hinter sich hat, die Münze. Ob ich hier gut geschrieben bekomme. Aber wir müssen das jetzt noch einmal machen. Und da noch jetzt Ausschau halten. So, jetzt kennen wir das Level ja mittlerweile. Oder es war halt echt davor, ne? Aber mit der Münze. Aber ich weiß es nicht. Oh Gott, knapp. So, jetzt versuche ich den Kerl hier loszuwerden. Auch nicht. Verdammt, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich zu suchen habe. Es war alles irgendwie verkehrt. Ich habe die Münze offiziell verpasst. Also renne ich jetzt hier durch und mache das Level danach nochmal. Gut. Hab verstanden. Ja, das Spiel lässt einen schon echt merken, Welt 6 wurde angefangen. Und das wirklich in Bezug auf Schwierigkeitsgrad selbst und die Münzen, wie die versteckt sind, habe ich einen Eindruck.
So, wir hätten jetzt fast 99 Leben erreicht. Damit das Maximum an Leben, was man erreichen kann. Ja. Also insofern Leben sammeln kann ich gut. Aber das ist ja trotzdem noch nicht alles, ne? So, das ist der Weg zum Schloss, aber da sind wir noch lange nicht. Wir müssen jetzt hier suchen, suchen, suchen. Ach, hier würde ich keine Feuerblume kriegen. Hier gibt es nur ein Item, wenn ich... Okay, also nur Pilz würde ich hier bekommen als Item. Gut zu wissen. Also, ja, das wird echt eine blöde Suche hier. Also es gibt ja schon ein paar Orte, wo ich gar nicht hin muss. Die kann ich mir wirklich jetzt schön ersparen. Ich nehme mal das und gehe damit hier rein. Ich kann damit nicht tauchen, weil ich an der Oberfläche schwimme. Das hat ja auch gar nichts verändert. Oben lang brauche ich nicht, da ist nämlich Münze 1. Also schauen wir uns jetzt hier um. Und immer schön die Wände angucken. Hier nicht irgendwas von mir verborgen wird, wisst ihr? Aber es sieht überhaupt nicht danach aus. Also. Oh Gott, okay, das lief. Das lief. Also kann es ja nur hier sein. Also hier, hier. Irgendwas mit diesen Röhren. Auch diese Münzspur, die nach oben geht. Ich habe eine Vermutung. Scheiße, es war so offensichtlich und ich fall trotzdem drauf rein. Ich könnte mich echt schämen gerade. Also. So offensichtlich und. Die Münzen haben direkt dahin gezeigt und ich komme trotzdem nicht auf die Idee. Okay, aber nicht schlimm. Das Level selbst ist jetzt zum Glück nicht mehr lang. Ist interessanterweise auch ein gutes Level, um Leben zu verdienen, meine ich. Wie wir jetzt herausgefunden haben. So, so. Pilz stellen lasse ich mir natürlich auch nicht entgehen, jetzt wo ich weiß, dass der da ist. Aber potenziell wäre es möglich, die Starcoin hinter einen von diesen Kugelfischen zu verstecken. Okay, das Coole ist, ich kann jetzt einfach hier durchrennen, anstatt auf diese Viecher zu warten. So, die kriegt man eigentlich fast jedes Mal. Also, die ist echt schwer zu übersehen, die Münze, weil man ja daher schwimmt und automatisch meistens an der Decke lang ist. Also, ich glaube, niemand bis fast niemand wird dieses Level gespielt haben und diese Münze übersehen haben. Kann ich mir schwer vorstellen. Die dritte. Bei der zweiten muss man ein bisschen seinen Kopf einsetzen, was ich leider nicht gemacht habe. In erster Linie. Eine Vermutung war da, aber ich habe nicht weitergedacht. Ja, okay, jetzt haben wir offiziell 99 Leben und damit verändert sich Folgendes. Ich habe meine Mütze verloren. In New Super Mario Bros. Wii und in dem Fall auch Another Super Mario Bros. Wii ist es so, Mario hat keine Mütze mehr. Wenn er 99 Leben hat. Jetzt nicht, wenn ich die 99 gerade voll kriege in einem Level, aber danach. Und das heißt, jetzt spielen wir erstmal ein bisschen hutlos weiter.